Das Argument, das Hauptargument gegen die Kernenergie, was ich immer so höre, ist der Atommüll. Hatte Britta gerade schon gesagt. Das zweite Argument, was ich immer höre, ist, ah, die Kosten. Kernenergie, nein, Atomenergie, sagen die Gegner. Atomenergie ist ja so teuer, das rechnet sich überhaupt nicht, das ist total unwirtschaftlich und überhaupt. Da gibt es ein ganz einfaches Gegenargument. Wenn die Kernenergie wirklich so unwirtschaftlich wäre, wie immer behauptet wird, wieso braucht Deutschland dann ein Gesetz dagegen? Dann würde sie doch von ganz alleine verschwinden. Dann würde doch keiner mehr Kernkraftwerke bauen und betreiben. Also das ist irgendwie ein dummes Argument. Müssen wir mal näher gucken. Kernkraftgegner verweisen dann auch gerne auf besonders teure Kernkraftwerke. Zum Beispiel das Kernkraftwerk Hinkley Point C, was gerade in Großbritannien gebaut wird. Und dieses Beispiel von Hinkley Point C, das haben wir auch in unserer Broschüre, in unserer neuen Broschüre Klimakrise, Fragezeichen, Kernenergie, Ausrufezeichen, aufgegriffen. Da werden verschiedene Themen zum, im Umkreis Kernenergie behandelt. Und da gibt es auf Seite 22 einen Abschnitt Kernkraft ist preiswert. Und wer das nachlesen möchte, hole sich bitte dort im Infostand diese Broschüre hier. Seite 22, Kernkraft ist preiswert. Und da ist nachzulesen, dass das britische Kernkraftwerk Hinkley Point C insgesamt mit zwei EPR-Reaktoren 25 Milliarden Euro kosten wird und eine Leistung von 3200 Megawatt bringt. Das heißt, jedes Kilowatt kostet im Bau 7800 Euro. Das ist wirklich teuer. Und Atomkraftgegner sagen gerne, ja, das ist so teuer, das rechnet sich nur, weil Hinkley Point C dafür einen Garantiepreis kriegt. Die wissen doch von vornherein, was sie für die Kilowattstunde an Geld einnehmen, für jede verkaufte Kilowattstunde. Und diese Kosten oder dieser Preis, der ist ja dreimal höher als der Marktpreis. Das wurde jedenfalls noch bis vor einiger Zeit behauptet. Heute kann man das nicht mehr behaupten. Warum? Weil Strom in den letzten Wochen und Monaten unglaublich viel teurer geworden ist. In den letzten Tagen habe ich an der Strombörse die Day-Ahead-Preise verfolgt und fast jeden Tag liegt der Börsenpreis für Strom deutlich über dem Garantiepreis von Hinkley Point C. Das heißt, wenn es dieses Kernkraftwerk heute schon gäbe, wenn es heute schon Strom liefern würde, wäre das eine echte Preisbremse auf dem britischen Strommarkt. Kein Kraftwerk, was die Preise erhöht, verteuert, sondern eines, was die Preise bremst und drosselt. Also, das Argument teurer Strom aus Hinkley Point C gilt eigentlich nicht. Das Argument hat es in dieser Broschüre noch nicht geschafft, weil die Strompreise wirklich erst in allerletzter Zeit so kräftig angezogen haben. Aber das wird auch so bleiben, denke ich. Weil die Gaspreise steigen, also das Gas an sich wird teurer, die CO2-Preise kommen noch oben drauf, das alles verteuert den Strom aus Erdgas. Und wir brauchen immer mehr Strom aus Erdgas, weil wir ja Kohle vom Netz nehmen, nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier. Also diese hohen Strompreise, die stehen uns auch heute ins Haus. Okay, vielleicht hat der eine oder andere von euch noch die 7800 Euro pro Kilowatt im Kopf. Es geht auch billiger. Und das Beispiel steht auch hier in dieser Broschüre. Das Kernkraftwerk Baraka in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist erheblich billiger gebaut worden. Nämlich, da kostet ein Kilowatt Leistung 3700 Euro lediglich. Das ist nicht mal die Hälfte dessen, was Hinkley Point C kostet. Wie kommt das? Warum sind da so eklatante Unterschiede in den Kosten für den Bau eines Kernkraftwerks? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass die Firmen und die Menschen in den Firmen, die immer Kernkraftwerke gebaut haben, die wissen, wie das geht. Die haben Routine darin, die haben Erfahrung darin, die wissen, welche Schritte sie gehen sollen und welche Schritte sie besser vermeiden. Und deswegen können Südkorea, Russland oder China
billige Kernkraftwerke bauen. Und das Kernkraftwerk Baraka in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist von Südkorea gebaut worden. Deswegen ist das so preiswert. Andere Nationen, Großbritannien, Finnland, auch Frankreich wieder, die haben jahrzehntelang pausiert mit dem Bau von Kernkraftwerken und wissen jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr, wie das geht. Machen Fehler. Fehler, die zeitaufwendig korrigiert werden müssen. Und Zeit ist im Kernkraftwerksbau Geld. Ja, denn für jeden Monat, der zusätzlich verstreicht, werden Zinsen fällig auf die Kapital, auf das Kapital, was zum Bau aufgenommen werden musste. Das verteuert die Sache sehr. Und dann landen wir bei so hohen Kosten wie für Hinkley Point C. Aber die Kosten bleiben natürlich nicht so hoch, sondern auch die Staaten, die jetzt erst wieder seit vergleichsweise kurzem, Kernkraftwerke bauen, machen ja Erfahrungen, lernen. Und künftige Kernkraftwerke werden billiger sein. Ja, wir sehen das allein schon bei Hinkley Point C. Das sind ja zwei Blöcke, die dort gebaut werden. Und die Erfahrungen beim Bau von Block 1, die kommen beim Bau von Block 2 schon zugute. Dieser Block 2 wird billiger als Block 1. Und das Kernkraftwerk Sizewell C, was noch nicht angefangen wurde zu bauen, das ist baugleich mit Hinkley Point C. Dieses Kernkraftwerk wird rund 30% bereits billiger sein als Hinkley Point C, also ein deutlicher Schritt nach unten. Und so löst sich dann eigentlich das Kostenargument in Wohlgefallen auf. Kernenergie, wenn man es richtig macht, wenn man Routine im Bau von Kernkraftwerken hat, wenn man sich auch mal, weiteres Thema, um geeignete Finanzierungen Gedanken macht, ist eine kostengünstige Art, Strom zu produzieren. Und nicht nur kostengünstig, sondern auch nachhaltig und CO2-frei. Dankeschön.